Das Internet kocht, wir müssen reden. Hi Leute, heute geht es um Tanja und Julian. Wir haben eine Weile nicht mehr über sie gesprochen. Es war ja relativ ruhig, es gab keine großen Dramen mehr. Zum Glück, meine Güte. Danke Universum, ist diese ganze Julian-Bibi-Diskussion mittlerweile abgeflaut, beziehungsweise sie scheint ja komplett durch zu sein. Ich denke, ich spreche hier im Namen aller Anwesenden, dass das wirklich so ziemlich allen langsam auf den Sack gegangen ist. Wenn ich noch eine einzige freaking Theorie, nenne ich es jetzt mal freundlicherweise, die irgendjemand auf TikTok aufgestellt hat, zu den beiden hören muss, sehe ich mich dazu gezwungen, einen komplexen Cyberangriff auf die TikTok-Server zu starten, einfach nur, um das System zu überlasten und zu verhindern, dass jemals wieder ein Video auf dieser Plattform hochgeladen werden kann. Tanja hatte letztens eine Umfragerunde gestartet, sie macht ja regelmäßig welche und die war wirklich interessant, denn sie hat sehr, sehr, sehr private Einblicke gegeben. Es ging nämlich zum Beispiel um Finanzen, es ging darum, wer zahlt eigentlich den Lebensstil, wo kommt das Geld her, lauter solche Sachen. Sie ist wirklich sehr, sehr offen gewesen. Julian hat einen ziemlich langen Text als Reaktion darauf gepostet. Ich denke, das könnte für die eine oder andere Person interessant sein. Außerdem hat sie auch darüber gesprochen, was sie jetzt eigentlich, bevor sie da in dieser Position gelandet ist, gemacht hat. Und sie hat außerdem auch noch über House-Updates gesprochen, denn die beiden hatten ja bereits darüber gesprochen, beziehungsweise sie hat eigentlich darüber gesprochen, dass es ihr sehr unangenehm ist, dass ständig Fans vor dem Haus auftauchen und die sind ja auch auf Häusersuche. Und ja, wie es da so steht, hat sie im folgenden Clip gesagt. Also es gestaltet sich schon ein bisschen schwer, aber wir haben auf jeden Fall ein paar Favoriten. Und mit dem Mitnehmen vielleicht ab und zu können wir vielleicht was kommentieren, aber ich glaube nicht, dass ich das wollen würde, dass man alles zeigt, weil ich finde, zu Hause ist so das Privateste überhaupt. Wenn du zu Hause bist, kannst du sein, wer du möchtest und kannst aussehen, wie du möchtest und so weiter. Klar soll man sich auch so draußen fühlen und so weiter, aber ich glaube, ich würde das nicht wollen, dass man zu Hause alles zeigt und so weiter. Da bin ich nicht so der Fan von. Ich kann es aber auch verstehen, weil ich finde das zum Beispiel so interessant bei den, zum Beispiel bei den Kardashians. Wenn die so das Haus zeigen, wo die wohnen und wie die das eingerichtet haben und vor allem die Kleiderschränke von denen, das finde ich halt auch Hammer. Also ich weiß es nicht, Ich finde das sehr interessant. Man merkt, dass sie sehr ohne Shade, sondern wirklich ohne sich das aufzubauen, da reingerutscht ist. Denn Bibi und Julian haben ja sehr persönlichkeitsbasierten, privatlebenbasierten Content gemacht. Natürlich scheinbar, offensichtlich war da viel, was wir nicht mitbekommen haben, ne? Sonst wäre das alles auch gar kein so großes Thema geworden. Aber natürlich haben sie ihre Häuser gezeigt von innen, wie es ausschaut und lauter so Zeug. Sehr viel von deren Brand hat ja darauf basiert. Sie musste das alles nicht tun und hat natürlich dann auch die Entscheidung offen, in Zukunft solche Dinge zu zeigen oder auch nicht. Sie ist nicht darauf angewiesen. Und sehr interessant, dass ein Mensch, der nicht darauf angewiesen ist, sein Privatleben zu zeigen, dann die Äußerung tätigt, so, ich glaube eher nicht, ich mag das nicht so, das sollte privat sein, so, man will da einfach einen geschützten Raum haben. Nur so als kleiner Seitenhieb zu einem gewissen Thema, das wir die letzten Tage hier so besprochen haben. Wie gesagt, hat sie auch ein bisschen darüber gesprochen, was sie dann so beruflich gemacht hat, bevor sie jetzt, ja, eigentlich Instagrammerin geworden ist. Ich denke, so kann man sie wahrscheinlich bezeichnen. Ich schätze, da wird der Großteil ihrer Einnahmen herkommen, durch irgendwelche Placements. Auch wenn die tatsächlich nicht annähernd so häufig passieren, wie ich mir dachte, ehrlich gesagt. Wobei sie bei ihrer Reichweite und ihren Storyviews, die sie sicherlich auch hat, relativ gut entlohnt wird. Also, das habe ich schon mal beantwortet. Kindergarten. Dann war mein Nebenjob, habe ich kleine Kinder trainiert beim Schwimmen. Und ich hatte noch wirklich ganz viele Nebenjobs. Also ich habe auch, glaube ich, gestern war zum Beispiel Nadine da und dann habe ich dir von irgendeinem Job erzählt und ich so, mein Gott, was hast du alles gemacht? Ich habe wirklich jeden Nebenjob mitgenommen, den ich konnte. Und das, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie, ne? Also ja, man braucht halt in der heutigen Zeit mindestens zwei Jobs, so furchtbar das auch klingt. Dann geht sie auf das Thema Finanzen ein und ich denke, das ist wahrscheinlich das, was die Nosy People so am meisten interessiert. Wie schaut das Geld technisch aus? Super viele Leute wollen ja einfach wissen, wie sowas eigentlich abläuft. Ich meine, das ist ein sehr, ich sag jetzt mal, intransparenter Markt, ne? Selbst für Leute, die sich in dem Markt befinden, natürlich kann man immer abschätzen, ungefähr. Aber zum Beispiel selbst auf YouTube, zwei Leute mit derselben Reichweite verdienen nicht gleich viel Geld. Selbst zwei Leute mit der gleichen Reichweite und den gleichen Video-Views im Monat
verdienen nicht gleich viel Geld. Man würde sogar meinen, innerhalb einer Szene könnte man das wenigstens sagen, aber selbst da ist es nicht so. Zum Beispiel, was die ganze Meinungsschiene angeht, ne? So, ich weiß einfach, ich habe ein hauptsächlich weibliches Publikum und verdiene dadurch pro Klick oder pro 1000 Klicks, wird das eigentlich berechnet, mehr als andere Meinungsblogger. Also es ist einfach super unterschiedlich. Placements verändern sowieso nochmal alles. Und Tanja hat jetzt auf jeden Fall in ihre Situation etwas Einblick gegeben und hat halt auch ganz klar gesagt, selbst mit dem, was jetzt rumkommt, sie ist nicht annähernd da, wo Julian steht und dass er durchaus halt die meisten Kosten übernimmt. So, diese Frage beantworte ich auf jeden Fall, weil ihr auch gerne dazu wundervolle Beleidigungen schreibt. Also, es ist total realistisch, dass ich beim Julian nicht mithalten kann. Es ist, also das kann sich natürlich auch jeder denken. Ich kann nicht und hätte auch nie zum Beispiel solche Urlaube oder so bezahlen können. Aber ich versuche, bei dem, was ich zahlen kann, zu zahlen oder die Einkäufe zum Beispiel. Und nicht, dass er das wollen würde, aber das ist das, wie ich versuche, irgendwie, ich denke, dass ich mich nicht revanchieren kann, aber ich habe schon auch mit Julians Hilfe viel zusammengespart. Er ist ja unfassbar intelligent, vor allem was so Zahlen angeht und Geld und so weiter. Er kann ja unglaublich damit umgehen. Und, oh Moment, ich mache eine zweite Story. Ich bin, was das angeht, auch, ich mag das Thema halt auch nicht, aber ich versuche immer das, ich habe natürlich auch zum Beispiel anders eingekauft und so. Das ist halt einfach so, weil wenn du vorher einen anderen und einen normalen Job hattest, kaufst du auch anders ein. Ich habe auch vorher nie für zwei Kinder oder für eine ganze Familie eingekauft und so weiter. Aber ich versuche das irgendwie damit so ein bisschen, ja, ich glaube, dass ich niemals irgendwie das an das rankomme, was er immer alles zahlt, und das, damit mache ich mich wahrscheinlich auch super angreifbar, wie immer. Aber ja, ich versuche halt zum Beispiel, wenn wir essen gehen oder so, dass ich diese kleinen Summen, die dann halt da entstehen, oder Einkäufe oder ja, ich weiß nicht, die Sachen von DM oder sowas halt alles zum Beispiel. Es ist kein Geheimnis, dass ich da nicht rankomme. Ich habe ganz anders gelebt und ja, wie gesagt, ich versuche mitzuhalten und mittlerweile schaffe ich das, glaube ich, ganz gut. Aber zum Beispiel habe ich natürlich auch nie davon geträumt, also ich habe natürlich davon geträumt, auf die Malediven zu fliegen und da Urlaub zu machen, aber das ist, ihr wisst es selber, das sind unglaubliche Summen und das ist ein Traum, da irgendwie hinfliegen zu können oder zu dürfen, aber preistechnisch ist es unfassbar, vor allem dieses Hotel da, und ja, es ist natürlich unangenehm, aber da muss ich natürlich auch ehrlich sein, also warum sollte ich da lügen? Ich finde es krass, dass sie da auch so super offen drüber redet und auch sehr reflektiert mit der Situation umgeht, ohne dass da irgendwie eine Art von Schamgefühl oder sowas zu sein scheint, was nicht heißt, dass ich finde, dass da eins sein sollte, okay? Ich meine, ich finde es einfach krass, dass sie da wirklich auch sich so sicher und gefestigt in deren Beziehungsmodus fühlt, dass sie auch sagt so, hey klar, natürlich ist das so. Und es sollte auch wirklich nichts sein, was irgendwie, wofür man sich schämen sollte. Und ich denke auch, so wie die das geregelt haben, ist eine super faire Art und Weise. Ich kann es ja auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Die Leute, die ich treffe, die in meinem Alter sind, verdienen im Normalfall nicht so viel wie ich. Ne? Auch was Partnerschaften und sowas angeht, dann hat man natürlich entweder die Option, entweder man behält alles für sich und muss dann halt irgendwie, keine Ahnung, seinen Lebensstandard runterschrauben oder so, um sich mit der Person Auge auf Auge zu treffen. Oder man ist voll der Arsch und gönnt sich selbst was und lässt die andere Person immer links liegen, aber dann weiß ich nicht, warum man eine Partnerschaft führt. Oder die andere Option ist natürlich, etwas von dem, was man hat, mit der anderen Person zu teilen und natürlich diesen Ausgleich, ne, selbst zu übernehmen, weil die andere Person halt nicht die Finanzen dafür hat. Ich glaube zum Beispiel, eine super faire Art und Weise, das zu regeln, ist, wenn man jetzt wirklich so, keine Ahnung, gemeinsame Fixkosten hat, wie man zieht zusammen und dann eine Wohnung oder so, dass man einfach sagt, okay, wir geben beide prozentual von dem, was wir haben, so und so viel ab. Ne? Sie sagt dann aber auch, dass er ja anscheinend super viel bei Finanzen hilft und ihr super viel zeigt, wie sie investieren und sparen und solche Sachen machen kann. Ja, aber mittlerweile bin ich ganz gut dabei. Dank Julian halt natürlich, ne? Also der, und auch das, wie ich spare und so, das hätte ich halt damals nie gedacht, dass man so sparen kann und vor allem auch so viel. Das ist, was ich noch sagen wollte. Also es ist ja nicht nur, dass er das mit den Finanzen so kann, der regelt halt wirklich alles. Also wenn irgendjemand was braucht oder zum Beispiel auch so dieses ganze so Instagram-Game und so, der ist wirklich, und vielleicht merkt man das nicht oder sieht man das nicht, aber der ist halt wirklich
Der findet für alles Lösungen, der weiß genau, wie alles läuft, wie super man was machen muss. Und es ist, ja, keine Ahnung, also es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Und ja, das mit dem Sparen, das muss er eigentlich mal irgendwie in so einem, vielleicht in seinem Podcast oder so sagen, wie man das am besten machen kann und wie man was zur Seite legen kann, worein man investiert. Jetzt habe ich gespuckt, sorry. Das ist, also ich, gut, ich habe mich vorher nicht damit befasst, aber ja, ich finde es halt einfach unglaublich. Zu der Finanzstory hatte Julian dann eben auch noch einige Dinge zu sagen und es ist sehr klein geschrieben, ich lese es euch mal vor. Er hatte dann noch hinzugefügt, würde hierzu auch gerne noch etwas loswerden. Ich finde es sehr schade, dass sowas überhaupt thematisiert werden muss. Ich denke, es müsste doch normal sein, dass in einer Partnerschaft nicht jeder das Gleiche verdient, oder? Es kommt auch am Ende des Tages darauf an, dass man glücklich ist und eine schöne Zeit zusammen verbringt. Ich habe also nicht ihr einen Urlaub geschenkt, sondern uns. Und sie hat ihn perfekt gemacht. Diese Frau habe ich wirklich sehr viel zu verdanken. Ich bin wirklich sehr glücklich, sie in meinem Leben zu haben. Darum macht es mich sprachlos, dass manche Menschen scheinbar nichts Besseres zu tun haben, als über andere Menschen zu urteilen, die sie nicht persönlich kennen. Obwohl ich offensichtlich eine andere Sicht zum Thema Finanzen in einer Beziehung habe als viele andere und definitiv andere Faktoren für mich wichtig sind, kann ich nur sagen, dass sie ein unfassbar großzügiger Mensch ist und sich viele von ihr eine Scheibe abschneiden können. Und ja, ich denke auch, also wenn man wirklich hauptsächlich an den Finanzen festmachen will, ob ein Partner zu einem passt, wird man, glaube ich, geistig zwangsläufig irgendwann sehr frustriert werden. Scheint ja wirklich bei so Hetero-Dating so ein Riesending zu sein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich solche Sachen erzählt bekommen habe oder auf TikTok auch in Videos vorgeschlagen bekommen habe oder dergleichen. Aber es scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein, dass sehr viele Heterotypen Angst haben, dass Frauen sie wegen ihren Finanzen ausnutzen. Und wenn man sich die Typen anschaut, sind da nicht wirklich Finanzen, die auszunutzen sind? Also, was hat es damit eigentlich auf sich? Würde mich mal interessieren. Falls ihr da persönliche Erfahrungen habt, schreibt ihr gerne unten die Kommentare rein. Exposed einfach eure schlechten Dates. Und das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Was denkt ihr denn zu allem? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.